wollen wir die Gefahrbremsung machen. Eine Gefahrbremsung, wie macht man die? Kupplung und volle Bremse. Kupplung ist wichtig, ne? Tritt mal die Kupplung. Jawohl, jetzt bremst. Genau. Viele Unfälle passieren ganz einfach, weil man nicht in der Lage ist, eine Gefahrbremsung zu machen. Weil, wie bremst man im Straßenverkehr? Progressiv. Man fährt an die Kreuzung ran, an die Ampel ran, man fährt in die Garage rein, ja, und immer progressiv. Wenn man jetzt einmal in die Gefahrbremsung einsteigen muss, dann ist man erstmal nicht in der Lage, das zu machen. Zweitens ist man nicht damit vertraut. Die Reaktion vom ABS hat man vielleicht noch nie erlebt. Man haut da rein, merkt ABS, das Bremspedal pulsiert, geht wieder runter, weil da ist was kaputt. Und schon rauscht man irgendwo rein. Ja, Gefahrbremsung, progressives Bremsen. Auch Autobahnunfälle, Auffahrunfälle passieren, weil progressiv gebremst wird. Wenn man sich so eine Entstehungsgeschichte mal anguckt, ne? Man fährt da hin, plötzlich ein Stau. Ein Stau? Hier? Nee. Doch, die stehen. Man nimmt das Gas weg. Mann, die stehen wirklich. Man bremst ein. Mann, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp, man bremst stärker. Mann, das wird eng, eng. Man bremst noch stärker. Jetzt langt's nimmer. Haut da rein und schlägt ein. Am Anfang Bremsweg verschenkt. Und am Ende, wo es dann nimmer langt, steht dann kein kleiner blauer Bremszwerg, der dann sagt, Beschiss gebremst, fahr mal zurück. Die Sache ist gegessen. Ja? Und dann war gerade dieser Meter zwei, weil man vorher nicht richtig reingehauen hat. Und deshalb auch hier, ja, mein Vorschlag. Wie macht man die Gefahrbremsung? Ich werde die kurz erklären, wie wir uns die vorstellen. Dort im Bremspunkt habt ihr jetzt kennengelernt. Ja, einmal linke Fahrbahnseite, griffiger Asphalt, nass. Rechte Fahrbahnseite, glatter Straßenbelag. Kopfsteinpflaster. Noch nicht mal nass, sondern nur Kopfsteinpflaster. Wir im Bremspunkt wollen wir dann die Gefahrbremsung einleiten. Wie machen wir das? Ganz einfach. Der rechte Fuß kommt mit doppelter Lichtgeschwindigkeit vom Gas, geht rüber in Richtung Bremspedal. Der Oberschenkel schwillt an. Wir atmen ein. Hauen damit 30 Tonnen auf das Bremspedal drauf. Halten das Pedal am Bodenblech fest, bis das Auto steht. Atmen danach tief ein und aus. Ich will das außen hören. Und dann erst nehme ich den Fuß von der Bremse. Da gibt es doch wirklich einen Teilnehmer, die sagen, ja, dann fährt ja der Hintermann in mich rein. Ich gucke ja zuerst mal in den Spiegel. Macht ihr das auch? Manchmal ja, auch. Ja, auf der Autobahn muss ich ehrlich sagen, guck mal auf den Fahrverkehr. Was machst du denn zuerst? Scheiße, gucken oder bremsen? Das ist nämlich wichtig. Stellt euch vor, ihr guckt zuerst mal in den Spiegel, ne? Da vorne steht alles. Mann, da stehen die. Boah, ist die dich drauf. Das schafft ihr nicht. Mann, der ist aber dich drauf. Wie viele Meter ihr dann verschenkt? Stellt euch mal nur vor, im Straßenverkehr, da läuft ein Kind auf die Straße. Zack, ein Kind. Oh, ist der dicht. Mann, das schafft ihr nicht. Entschuldigung, Kind.